Moin Moin, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei einer neuen Ausgabe von Fairtalk an Land. Ich muss es nicht mehr erklären, wo wir sind. Wir sind im Weserschlösschen wieder untergekommen. Hier bei der Familie Hennersdorf finden wir seit geraumer Zeit immer Asyl und können uns hier an unserem Stammtisch es bequem machen und uns Gäste einladen und haben dann ein bisschen mehr Zeit als bei einer Überfahrt mit der Fähre von der einen Weserseite zur anderen. Aber ich wiederhole es immer gerne, wir werden natürlich auch, wenn die Temperaturen es wieder zulassen, mal wieder an Bord der Fähre sein. Heute sind wir aber wieder an diesem Tisch und wer die letzten beiden Wochen zugesehen hat, der wird wissen, wer hier der Gast war und wird sogar wissen, wer jetzt heute Gast ist. Denn in der letzten Sendung haben wir den Bürgermeister der Stadt Nordenham hier zu Gast gehabt, Nils Sieben, und die Stadt Nordenham ist jetzt wieder zu Gast hier. Preisfrage, wissen Sie, was Quakenbrück, Nordenham, Genf und Hamburg miteinander gemein haben? Das sind Stationen der Vita von Yvonne Solbrink, die ich heute hier begrüße, die neue Pressesprecherin der Stadt Nordenham. Wir haben uns auf Zoom geeinigt. Also, hallo Yvonne. Hallo Thorsten, schön, dass ich hier sein darf. Ja. Schön, dass das geklappt hat und dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben ganz, ganz kurz mit dem Bürgermeister schon über dich gesprochen. Nämlich, es gab viele Bewerberinnen und Bewerber fürs Amt der Pressesprecherin. Und die Wahl ist auf dich gefallen und nicht, weil du ein SPD-Parteibuch hast und dort aktiv gewesen bist im Rat, jetzt ja nicht mehr, sondern weil es eben halt die beste Bewerbung gewesen ist. Bevor wir auf deine Vita, auf deinen Werdegang kommen, vielleicht ganz kurz am Anfang die Frage, was war die Motivation, dich als Pressesprecherin der Stadt Nordenham zu bewerben? Also im Prinzip eigentlich deswegen, weil ich mich sehr mit Nordenham identifiziere. Ich bin zwar, wie du schon angedeutet hast, in Quakenbrück geboren, aber ich habe hier den größten Teil meiner Jugend verbracht in Nordenham, habe hier auch mein Abitur gemacht und ich war schon immer politisch interessiert und habe auch schon immer viel geschrieben. Das heißt also, Pressearbeit, das war schon immer mein Ding. Ich habe mit 17 angefangen, bei der Kreiszeitung Wesermarsch als Schülerin nebenbei zu schreiben und war da immer viel in Kultureinrichtungen in Nordenham unterwegs. Das passte natürlich auch zu meinen eigenen Interessen. Und ja, das hat sich eigentlich in meinem ganzen Lebenslauf so weiter festgesetzt. Ich war eine Zeit lang als freie Journalistin tätig für verschiedene Fachzeitschriften. Ich habe während des Studiums im Lektorat eines Professors gearbeitet. Ich habe immer sehr viel geschrieben und ja, und letzten Endes bin ich 2004 nach mehreren Tätigkeiten in Hamburg hier in die Heimat zurückgezogen nach meinem Studium und habe hab die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei einem großen Pflanzenproduzenten geleitet im Ammerland viele Jahre. Dort war ich Marketingleiterin, aber mir oblag eben auch dieser Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich bin mal sehr viel gependelt und da ich mich aber nun eben sehr für meine Heimat, ich identifiziere mich einfach mit meiner Heimat. Ich habe hier sehr viel ehrenamtlich gearbeitet, auch als Pressesprecherin in verschiedenen Vereinen und war eigentlich immer daran interessiert, diese Stadt auch ehrenamtlich nach vorne zu bringen, mich für sie einzusetzen. Und von daher habe ich jetzt einfach so mein Hobby und meine beruflichen Fähigkeiten kann ich hier miteinander vereinen und ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das hat auch große Vorteile. Das hat durchaus Vorteile, ja. Wird ja im Moment gerade wieder viel diskutiert. Genau, richtig. Dass Städte fahrradfreundlicher werden sollen und da funktioniert in Nordenham, glaube ich, ganz gut. Was ist gesagt, du warst in Quakenbrück geboren, dann mit 11, glaube ich, hierher gekommen. Schulischer Werdegang, da müssen wir jetzt natürlich nicht intensiv drauf eingehen. Nein. Aber dann ging es nach Hamburg und Genf. Was genau hast du studiert und was hast du in Genf gemacht? Ja, also ich habe in Hamburg eine spezielle Ausrichtung der Soziologie studiert, Wirtschaftssoziologie. Das ist in Kombination mit BWL, aber auch mit einem Bereich Markentechnik, Markensoziologie. Da geht es um die Führung von Markenprodukten. Also
wie kann ich als Unternehmen eine Marke strategisch führen, damit ich erfolgreich bin sozusagen und Kundschaft generiere, Vertrauen erzeuge. Und eine Marke bedeutet ja nicht nur, dass es ein Konsumgut sein kann, sondern Marken können auch Städte sein, können Vereine sein. Bayern München zum Beispiel ist als Verein eine der größten Marken, die wir haben in Deutschland. Also eine der bekanntesten Marken und der bestgeführtesten Marken auch. Aber Städte wie Hamburg, München, das sind auch Markenprodukte. Also insofern, das war so mein Studienschwerpunkt. Ich war aber auch immer ja, darauf bedacht, vielleicht einen journalistischen Werdegang nach meinem Studium anzustreben. Von daher habe ich mich erstmal nach dem Abitur für ein Studium interessiert. Eben Soziologie, Wirtschaft, Politik war mein Nebenfach, mit dem ich auch später mal eine journalistische Laufbahn einschlagen kann. Während des Studiums haben sich dann ein paar andere Dinge auch noch für mich herauskristallisiert. Eben dieser Bereich Markentechnik, Markenführung hat mich auch in diese Marketing-Schiene gebracht. Und ich habe letzten Endes dann auch durch meinen Professor, den ich hatte, der das Institut für Markentechnik in Genf leitet, auch eine strategische Unternehmensberatung für große Markenartikler, bin ich dann da so nach Genf auch gekommen. Ich habe bei ihm am Institut am Lehrstuhl gearbeitet und habe dort dann ein Praktikum während des Studiums gemacht und bin nach dem Studium auch dort erstmal angefangen. So als Junior-Projektleiterin habe ich dort erstmal ein längeres Praktikum absolviert, habe mich dann aber entschieden, nicht im Ausland zu bleiben, in der teuren französischen Schweiz, sondern zurück nach Hamburg zu gehen. So günstig ist Hamburg auch nicht, oder? Nein, aber dort hatte ich eben auch meine Freunde, meinen Lebenspartner und habe mich dann entschieden, dort diese PR-Linie weiterzufahren. Also eine Mischung aus Journalistik und im Prinzip auch Unternehmensberatung. Also habe dann Öffentlichkeitsarbeit für größere Unternehmen gemacht und ja, das war dann sozusagen erstmal der Werdegang. Aber dich hat es dann wieder nach Nordenham gezogen. Was war der Grund, wieder hier nach Nordenham zurückzukommen? Ja, ich habe halt einige Jahre dann in Hamburg ja, in einer PR-Agentur gearbeitet, war dort erst Volontärin, habe also ein klassisches Redaktionsvolontariat gemacht als PR-Texterin und Beraterin und habe mich dort dann eben hochgearbeitet, bis ich Projektleiterin geworden bin und wollte aber ganz gerne mich auch noch weiterentwickeln und habe dann gesucht nach einer Position in einem Unternehmen, um einfach mal von den Agenturen wegzukommen und direkt im Unternehmen ins operative Geschäft einzusteigen. Und dann hatte ich nach verschiedenen Tätigkeiten geschaut und habe gesehen, dass in der Nähe meiner Heimat sozusagen im Ammerland jemand gesucht wurde, eine Marketingleiterin, die eine amerikanische Marke in Deutschland einführen sollte. Das war die Pflanzenmarke Endless Summer. Die gab es eben noch nicht im europäischen Markt und ich hatte mich dann eben bei dieser Firma beworben, Firma zu Jedelo Pflanzen. Und ja, habe dann sozusagen das, was ich im Studium gelernt habe und in der Agentur dann auch vertieft habe, dort weiter sozusagen mich da weiter hochzuarbeiten. Und meine eigene Marke sozusagen. Ja, schon nach vorne gesagt, zu bringen. Auch Städte oder Vereine sind eben oder können Marken sein oder sind Marken. Wie nimmst du denn die Marke Nordenham wahr und wie müsste diese Marke vielleicht besser vermarktet werden? Ja, also ich sag mal, Nordenham ist halt eine Stadt, das kann man natürlich mit einer Großstadt jetzt nicht vergleichen. Die hat natürlich nicht den Bekanntheitsgrad, so wie es jetzt Hamburg hat oder München oder Berlin oder Köln. Das sind Städte, mit denen verbinden wir als Menschen, haben wir alle so ein einheitliches Bild im Kopf dieser Stadt. Wenn man an Hamburg denkt, dann denkt man halt an Hafen, an Reeperbahn, an Alster, an Stadt am Wasser mit Atmosphäre. Und von München haben wir auch ein bestimmtes Bild im Kopf. Das existiert natürlich in Nordenham so nicht. Wir,
Wir sind eine kleinere Stadt, aber Nordenham ist eine Stadt, in die man sich vielleicht nicht auf den ersten Blick verliebt, aber da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Und da ich ja nicht aus Nordenham stamme, sondern eigentlich zugezogene Nordenhammerin bin, habe ich schon als Kind die Vorzüge von Nordenham gegenüber meiner eigentlichen Heimat sofort gesehen. Das war halt dieses Wohnen am Wasser, da wo andere Urlaub machen. Das war für mich halt als Kind total reizvoll. Das ist das, was ich so nach außen kommuniziert habe an meine alten Freundinnen, die ich hatte in der Heimatstadt, meine Familie, meine Cousinen, die mich besucht haben dann in Nordenham in den Sommerferien, die das toll fanden, dass wir jeden Nachmittag an den Strand gehen konnten und am großen Sieler Hafen spazieren. Diese nette Lage einfach hier am Wasser und trotzdem dieses beschauliche, familiäre, was wir hier haben. Mich hat's in die große, weite Welt hinausgezogen, das sage ich ganz ehrlich. Nach dem Abitur habe ich gedacht, ach, Kleinstadt-Mief, da habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Ich möchte gerne in die große Welt hinaus und was anderes sehen. Und Hamburg hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Ich bin auch heute noch gerne da. Ich bin auch gerne noch mal in Genf, aber ich bin bewusst schon hier wieder hergekommen, weil ich auch viel mit Nordenham verbinde und mich auch mit dieser Stadt identifiziere und die Vorzüge sehen kann, die diese Stadt gegenüber einer Großstadt bietet. Ne? Es ist einfach familiärer hier, günstige Mieten und eine tolle Vereinsstruktur. Und man kann hier viel bewegen, auch wenn man in einer Kleinstadt ist. Und das Angebot ist deutlich größer, als man es vielleicht als Einheimischer manchmal wahrnimmt. Ja, in Hamburg hat man viele Möglichkeiten. Jeden Tag kann man irgendwo hingehen. Aber letzten Endes, seien wir mal ehrlich, nach der Arbeit ist man kaputt, geht in seine Wohnung. Und was macht man letzten Endes? Man hat so viele Angebote und sagt sich doch dann, ach, kann ich nächste Woche machen. Ach, kann ich nächste Woche machen. Kommt ja immer wieder, ne? Da gibt es tatsächlich auch eine ganze Menge Freunde, die sagen, Hamburg ist eben halt so toll, weil es so viele Angebote gibt. Wenn man aber nachfragt, welche davon nimmst du denn wahr, dann kommt dann gar nicht mehr so viel. Da ist also durchaus was dran. Genau. Das, was du gerade gemacht hast, das war ja im Grunde genommen schon eine klassische Bewerbung von Nordenham sozusagen. Eine Werbetrommel für Nordenham zu rühren. Ist das auch die Herausforderung, die genauer auf dich zukommt als Pressesprecherin der Stadt, nämlich auch das Image der Stadt zu verbessern, zu kommunizieren, auch das, was gut läuft, eben halt nach draußen zu kommunizieren, damit das auch wirklich den Leuten bewusst wird, was Nordenham für eine Stadt ist. Ist das wichtige Merkmal, was eine Pressesprecherin sozusagen mitbringen muss? Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich genau auf den Punkt gebracht. Nordenham hat viele Stärken, die vielen Menschen hier gar nicht bewusst sind. Und das muss natürlich nach außen kommuniziert werden. Das ist nichts anderes als bei einem Produkt oder bei einem Markenprodukt, wo man auch die Leistung nach vorne bringt, um Vertrauen zu schaffen. Und das funktioniert halt einmal, indem man erstmal die eigenen Bürger von der Stadt überzeugt. Also die hier leben, müssen sich viel mehr mit Nordenham identifizieren, weil das sind letzten Endes diejenigen, die ja auch die Vorteile der Stadt dann wiederum nach außen kommunizieren. Es freut da manchmal? Ich denke schon, ja. Denn wenn man betrachtet, wie Nordenham strukturell aufgebaut ist, dass wir eine Industriestadt sind mit unglaublich vielen Arbeitsplätzen und wie viele davon von Auswärtigen besetzt sind, ist doch eigentlich sehr schade. Normalerweise müsste Nordenham eine florierende Stadt sein mit vielen Einwohnern. Und Ziel muss es eigentlich sein, die vielen Pendler, die hierher kommen, um hier zu arbeiten, doch wenigstens einige davon hier in Nordenham zu halten und auch für diese Stadt zu begeistern. Weil, wie du schon sagst, ich bin auch jahrelang gependelt, weil ich einfach einen attraktiven Job hatte, aber gerne in meiner Heimatstadt hier gelebt habe und auch immer noch lebe. Aber es hat eben auch einen Vorteil, man hat deutlich mehr Freizeit, wenn man dort wohnt, wo man arbeitet.
Und Nordenham muss sich als Stadt einfach eben ganz anders nach außen darstellen. Und die Menschen müssen auch, die eigenen Mitbürger müssen viel positiver über die Stadt erzählen, damit vielleicht ein Arbeitskollege, der auf der anderen Weserseite wohnt, sich vielleicht doch überlegt, hierher zu ziehen. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man erstmal die eigene Bevölkerung an die Hand nimmt. Und klar, man kann hier nicht alles schönreden. Und ich sage auch selber als Jugendliche, wenn meine Freundinnen, die zum größten Teil noch in Hamburg leben, hierher kommen, dann sagen sie auch, Mensch, schade, früher, wir haben hier immer am Strand und wir waren hier immer so viel, wir konnten hier baden und wir hatten so eine tolle Jugend hier. Und was ist jetzt daraus geworden? Klar, die Rahmenbedingungen haben sich zum Teil verändert. Auch die Weservertiefung hat uns viel genommen vom Strand, ne, von dem Herzstück von Nordenham eigentlich auch. Und, es gibt wenige Städte, die so dicht denn eben halt diese Anbindung zum Strand eigentlich hätten. Innenstädte, die zum Strand eine Anbindung hätten, wenn man den ja nutzen könnte. Richtig, genau. Das ist sehr schade, aber man muss eben an bestimmten Dingen arbeiten. Auch Großen Siel, da tut sich ja was. Ne? Die Stadtentwicklung, wir wollen da ja auch etwas in die Wege leiten, dass das vielleicht sich auch mal entwickelt zu einem Wohn- und Freizeitgebiet. Genau. Der Hafen ist toll, die Nähe zum Wasser im Allgemeinen, vielleicht mal wohnen am Wasser, vielleicht lässt sich so etwas auch in der Zukunft hier in Nordenham realisieren. Das sind alles so Visionen, die man hat, wo man drauf setzen muss. Wohnen am Wasser ist bis jetzt ja auch sehr wenig, um richtig, da mal einzusteigen. Richtig, das ist ja genau, das ist ja vorhin gesagt, eigentlich wohnt man hier dicht, man wohnt dicht am Wasser, aber das klassische Wohnen am Wasser gibt es eben halt sehr wenig, weil wir eben halt viel Fläche mit Industrie belegt haben. Richtig, das ist so, ja. Und das ist eine Art der Entwicklung, wo die Stadt mal hingehen kann. Und das sind ja auch so Sachen, die man einfach aus den Stärken von Nordenham, die man sehen muss, so, da kann man dann auch Handlungsanweisungen entwickeln. Wo soll der Weg hingehen? Ne? Das sind so strategische Entscheidungen, die einfach jetzt gelegt werden müssen und worauf man hinarbeiten muss. Das ist nicht von jetzt auf gleich gemacht. Das dauert, aber man muss eben den Weg dafür bereiten. Und wichtig ist eben auch, dass man die Bürger mitnimmt in all den Projekten, die wir jetzt machen und die Nordenham voranbringen sollen. Da muss man die Bürger mitnehmen, damit sie sich auch mit ihrer Stadt identifizieren. Denn das sind die wichtigsten Meinungsbildner letzten Endes und die Opinion Leader, die Vorteile nach außen kehren. Du bist ja auch projektmäßig aktiv. Das heißt, du bist nicht nur eine Pressesprecherin, die sich dann, wenn es was zu verkünden gibt, zu verlautbaren gibt, mit der Presse trifft im wahrsten Sinne des Wortes oder Pressemitteilungen schreibt, sondern du bist auch an Projekten beteiligt bzw. Projekte auf den Weg bringen. Hm. Erzähl da ein bisschen was drüber, weil sich, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht so richtig vorstellen können, was die ganz konkrete Arbeit einer Pressesprecherin ist. Ja, das stimmt. Meine Arbeit, die ist schon sehr vielfältig. Ich beschäftige mich halt mit Projekten, die auch für die Öffentlichkeit interessant sind und einen gewissen Charakter haben, wo Bürger beteiligt werden, mit denen kommuniziert werden muss. Zum Beispiel ist Perspektive Innenstadt gehört jetzt dazu. Das ist ein Projekt, was ja von der Verwaltung schon gemeinsam mit Politik und Bürgern entwickelt worden ist. Da haben ja auch viele Leute sicherlich in den Medien drüber gelesen. Genau. Wir haben aus dem Fördertopf Gelder bewilligt bekommen. Rund 750.000 Euro sind das, die Stadt Nordenham bewilligt bekommen hat für Fördermaßnahmen. Alle 10 Maßnahmen, die von der Verwaltung erarbeitet und mit der Politik und mit den Bürgern entwickelt worden sind, bewilligt worden. Das heißt, können in die Umsetzung gehen. Dafür gab es Fördergelder und da sind eben einige Projekte dabei, die auch nicht einem klassischen Amt zuzuordnen sind, wo ich mich jetzt so mit eingebracht habe. Ich sitze mit in der Lenkungsgruppe. Wir besprechen regelmäßig, wie die Projekte nun umgesetzt werden müssen. Das Zeitfenster ist ja sehr kurz. Alles muss bis Ende März umgesetzt werden.
Und da sind jetzt so Sachen wie zum Beispiel Vermarktung des Wochenmarktes, wo ich mit im Boot sitze. Der Wochenmarkt, das ist ja auch so ein Herzstück von Nordenham. Würde ich auch als entscheidenden Markenbestandteil unserer Stadt, sofern man es denn als Marke bezeichnen möchte, ansehe. Denn das ist so ein bisschen so der Pulsschlag der Innenstadt oder der soziale Klebstoff von Nordenham, kann man sagen. Also hier findet halt Austausch statt, Klönschnack. Das ist nicht nur ein Markt, wo man Waren kauft, sondern wo man hingeht, um sich mit Menschen auszutauschen. Mhm. Und das ist auch was womit man über Nordenham hinaus werben sollte. Ne? In Budjading, wo die Touristen sind, oder auch in Brake. Also außerhalb, also innerhalb der Wesermarsch, in den Nachbargemeinden. Und muss das einfach noch mehr nach außen kommuniziert werden. Und da bin ich jetzt zum Beispiel mit im Boot. Dann habe ich ein Projekt mit der städtischen Jugendarbeit jetzt gerade so angeleiert, auch im Rahmen von Perspektive Innenstadt. Wir haben für den Innenstadtbereich Mülleimer angeschafft. Das hört sich jetzt nicht so besonders hochtrabend an, aber es ist was, was die Stadt auch letztlich verschönert. Und, manchmal sind es die kleinen Dinge, Sachen, die man auf den Weg bringt, die schon eine große Wirkung haben. Eine Stadt, die halt eine Innenstadt, wo viel Müll rumliegt, ist ja auch nicht gerade schön. Genau. Und die Anzahl der Mülleimer, das haben wir festgestellt, das ist eigentlich zu wenig im Innenstadtbereich. Und jetzt haben wir mal überlegt, was kann man machen, um das Thema allgemein dafür so ein bisschen zu sensibilisieren und auch die Jugend mitzunehmen. Und jetzt haben wir eben Mülleimer bestellt, die in dem Innenstadtbereich aufgestellt werden sollen, die von Jugendlichen künstlerisch gestaltet werden. Ja, so kann man eben auch gleich Kinder und Jugendliche mit ins Boot holen und die mal mit der Nase drauf stoßen, dass sie vielleicht ihren Müll in einen selbstgestalteten Mülleimer werfen in Zukunft. Ja, solche Dinge, solche Dinge. Aber da bin ich dann eben dran auch. Und Nordenham noch einen neuen Claim bräuchte, was wäre der Claim, den du der Stadt verpassen würdest? Der Markenname oder womit man da werben kann für die Stadt? Du hast ja schon ein paar Punkte aufgezählt, aber so dieses klassische, Werbeslogan. Also wir haben schon einige Slogans, die wir mal so verwenden. Im Laufe der Stadt gab es schon einiges. Es gab, glaube ich, mal Grüne Stadt. Grüne Stadt am Meer? Am Meer, ja, Stadt am Wasser im Prinzip. Genau. Ist glaube ich, im Moment gerade so ein Slogan, der verwendet wird. Den finde ich auch sehr passend. Aber ganz ehrlich, müsste ich darüber jetzt auch einen kleinen Moment nachdenken. Da hast du mich jetzt auch kalt erwischt. Ich würde mich da jetzt nicht festlegen wollen. Aber so Stadt am Wasser, das ist schon was auf jeden Fall ganz gut passt, finde ich. Wir haben jetzt ja schon, du hast ja schon viele Punkte aufgezählt, die wo du sozusagen auch begeisternd über diese Stadt gesprochen hast. Gibt es denn auch etwas, wo du sagst, da besteht riesengroßer Nachhol- oder Verbesserungsbedarf und da will ich mich auch mit einbringen, dass da was passiert. Ist es zum Teil, wie ich so diese Kommunikation, diese eigene Wahrnehmung der Stadt, über die wir jetzt schon gesprochen haben, weil ich kenne viele, auch ehemalige Nordenhammer, die, ich sag mal, nicht so viele gute Haare an Nordenham lassen. Und man fragt sich immer, warum eigentlich? Haben sie die guten Sachen nicht gesehen oder verklärt man bestimmte negative Erfahrungen, die gemacht hat und überhöht die? Ist es das oder gibt es ganz konkrete Punkte, die wirklich nicht besonders gut laufen? Ja, also ich sag mal, da ist von allem so ein bisschen was Wahres dran. Also ich glaube, man muss grundsätzlich, ist es immer so, dass wenn irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden müssen, die vielleicht nicht so positiv in der Bevölkerung ankommen, dass man einfach die Bürger mitnimmt, dass man Politik und Bürger in Prozesse schnell einbezieht und auch offen und ehrlich kommuniziert, was gemacht werden muss. Ein Beispiel, womit ich mich jetzt gerade aktuell beschäftigt hatte in der letzten Woche, das ist Kommunikation mit Eltern, auch in unseren städtischen Einrichtungen. Zur Stadt gehören ja nicht nur unsere Verwaltung und das Rathaus, sondern wir haben ja auch viele städtische Einrichtungen.
zum Beispiel die Kindergärten, die Schulen, die gehören ja auch dazu. Und aktuell ploppte dann halt in der Elternschaft eines Kindergartens die Problematik auf, dass hier und da mal Gruppenschließungen anstanden wegen Personalmangel oder weil Krankheiten, Wechsel in andere Einrichtungen anstanden und so. Und das sind so Sachen, die passieren dann im Hintergrund. Da gehe ich dann zusammen mit dem Amtsleiter zu einer Elternbeiratssitzung und wir erklären als Stadt unsere Lage, wie schwer es eigentlich ist, Fachkräfte zu generieren. Auch wir als Stadt haben damit unsere Probleme. Das hört man ja auch, das haben auch unsere Betriebe hier in Nordenham. Das ist, hat man jetzt auch aktuell gerade in den Medien gelesen, wie schwierig das ist, ne? Auch in den Industriebetrieben Fachkräfte zu bekommen, im Handwerk. Und genauso haben wir das als Stadt auch im Bereich der Erzieherinnen und Sozialassistentinnen. Liegt einfach daran, dass nicht genügend am Markt verfügbar sind, nicht genügend ausgebildet worden sind und dass die in der Ausbildung ja auch kein Geld verdient wird. Ja. Es ist eine schulische Ausbildung, von daher ist sie auch nicht besonders attraktiv für viele. Und so groß ist der Verdienst am Ende auch nicht, dass man da aus dem Vollen schöpfen kann. Und wir müssen eben als Stadt das nehmen, was wir haben. Wir können auch nicht aus den eigenen Einrichtungen Personal abwerben. Das fehlt uns dann an anderer Stelle. Wir wollen auch nicht von den anderen Gemeinden um uns herum Personal abwerben. Es ist schwierig einfach, man muss das nehmen, was am Markt verfügbar ist. Man muss versuchen, Menschen aus anderen Städten hier für Nordenham zu gewinnen. Und solche Sachen, damit beschäftige ich mich eben auch intern. Das geht dann nicht so nach draußen, aber das sind dann so Dinge, die wir dann den Eltern dann erklären, wie es aussieht und dass wir eigentlich alles Menschenmögliche machen, um Personal nach Nordenham zu bekommen. Und das kann man eben halt nur, wenn man die Stadt möglichst attraktiv gestaltet möglichst attraktiv hält. Ist da gerade sowas wie Perspektive Innenstadt eine große Chance? Ja. Zum einen, was die Außenwahrnehmung angeht, aber auch was die innere Wahrnehmung angeht. Da haben wir letzte Woche schon zum Thema gemacht mit dem Bürgermeister, dass die, wenn die Menschen mitgenommen werden und selber Ideen für ihre Stadt entwickeln können, dass sie dann vielleicht auch lernen, sozusagen die Stadt besser selber auch zu vermarkten und ihre eigene Stadt, wo sie wohnen, wo sie leben, nicht schlecht zu machen, sondern ganz im Gegenteil die positiven Sachen herausstellen, weil sie ja selbst daran teilgenommen haben. Ist das so dieser positive Nebeneffekt? Richtig, ja, das auf jeden Fall. Also das hat man auch gemerkt bei dem Workshop in der Jahnhalle. Dort hatten wir einen Workshop zum Masterplan Innenstadt. Das ist ein wichtiges Projekt der Perspektive Innenstadt. Da geht es nicht um eine Sache, die sofort umgesetzt wird, so wie das zum Beispiel mit der Vermarktung des Wochenmarktes ist oder mit der Verschönerung des Jahnplatzes oder so, wo konkret Maßnahmen umgesetzt werden, sondern da geht es um einen Masterplan, wie wir die Innenstadt in Zukunft ausrichten wollen. Ne? Und wenn es mal wieder Fördertöpfe gibt, wo wir dann investieren wollen und wo der Weg grundsätzlich mit in der Innenstadt, wie der Weg grundsätzlich weitergehen soll. Und da haben wir die Bürger eben involviert und da kamen viele Ideen, auch von den Bürgern und von der Politik. Auch alle Gruppen letzten Endes der Stadt müssen mitgenommen werden, Vereine, Institutionen. Ja. Und wenn dann Maßnahmen, die gemeinsam entwickelt wurden, auch nach und nach umgesetzt werden, dann entsteht so etwas wie Identifikation. Und dann ist man auch stolz auf seine Stadt und kehrt das nach außen. Ne? Sie sind nun gerade angefangen in Ihrem Job als Pressesprecherin. Wie ist der Start geglückt und hat es Sie selbst, jetzt bin ich beim Sie plötzlich, hat es sich selbst überrascht, dass dieser... Ja, es war ja im Grunde genommen nur ein Leserbrief erstmal, der dann sozusagen in der Presse auch diskutiert wurde. Er hat sich selbst überrascht, dass das so zum Thema wurde, dass du ein SPD-Parteibuch hast und dass da von Klüngel die Rede war. Und hat das sozusagen gleich so ein bisschen dieses Amt, diesen Staat beschädigt oder ist das im Grunde genommen kein großes Thema gewesen? Nein, ich glaube, das war halt ein Leserbrief und das ist ja auch...
Klar, man könnte natürlich jetzt denken, Mensch, das ist ein SPD-Bürgermeister. Ist er ja eigentlich gar nicht. Er ist von der SPD unterstützt worden. Nils Siemen ist noch nicht mal Mitglied in der SPD, muss man auch dazu sagen. Und ja, wir kannten uns ja nun aus der Partei, aber es ist natürlich einfach nur eine subjektive Wahrnehmung eines Lesers gewesen, der das in der Zeitung gesehen hat. Jeder wusste eben, ich war mal im Rat, aber man muss auch verstehen, wie Personalpolitik einer Stadtverwaltung funktioniert. Ne? Da sucht man sich ja als Bürgermeister nicht einfach einen Parteifreund aus und sagt, hier, du wirst mein Pressesprecher. Ein paar Orte, die Mufti, das funktioniert nicht. Also das ja, muss schon wir, durch die wir Gremien leben nicht durch. In einer Bananenrepublik und genau. Der Bürgermeister hat nicht zu entscheiden, wer sein Pressesprecher wird, sondern das ist eine ganz öffentliche Ausschreibung und an dem Auswahlverfahren haben ja auch alle Parteien dort mitgewirkt und es wurde gemeinsam entschieden, welcher Bewerber ausgesucht wird und von daher ist das natürlich Quatsch und wir haben das ja auch dann argumentativ sofort in der Gegendarstellung dargestellt und ich bin auch von ganz vielen Menschen angesprochen worden, die gesagt haben, Mensch, es tut mir leid, was war denn das für ein Start für dich aber das glaube ich, dass das wirklich kein Problem ist. Also das haben wir aufgeklärt und ich habe das auch nicht als negativen Start angesehen. Also ich habe viel Zuspruch von meinen Kollegen bekommen aus dem Rathaus und auch von Freunden und Außenstehenden, die gesagt haben, alles Blödsinn und ja. Wir wünschen auf jeden Fall einen schönen Start, einen guten Start oder weiterhin gutes Gelingen mit allen Projekten. Und ja, vielleicht sehen wir die Pressesprecherin der Stadt Nordenham des Öfteren nochmal wieder zum kleineren Interview für unser Radioprogramm. Oder aber wir treffen uns nochmal hier, wenn es wieder etwas zu besprechen gibt, zum Fair Talk an Land. Danke für den Besuch. Aber halt, eine allerletzte Frage, die habe ich natürlich noch. Weil Nordenham ist jetzt schon, seitdem du das Amt übernommen hast, der Pressesprecherin, in den sozialen Medien wesentlich aktiver. Erzähl uns was dazu kurz. Ja, das ist richtig. Also das war auch eine meiner ersten Taten. Also so 2 Wochen habe ich mich ja erstmal so ein bisschen eingearbeitet in die ganzen Projekte, in die aktuellen und habe erstmal die Printmedien auch mit Informationen versorgt. Aber das ist ganz wichtig natürlich, dass wir auch jüngere Zielgruppen oder andere Zielgruppen, die eben nicht zu den die vielleicht keine Zeitung abonniert haben, erreichen. Und da sind natürlich soziale Medien ganz wichtig. Und wir haben jetzt als Stadt einen eigenen Facebook-Auftritt und sind auch bei Instagram aktiv. Also gerne mal reinschauen. Da berichte ich eigentlich jeden Tag über aktuelle Ereignisse oder über Themen aus der Stadt. Aus unseren Einrichtungen, da sind aber auch zum Beispiel Stellengesuche, die wir dort nach außen kommunizieren. Also wir nutzen die Plattform sehr vielfältig. Und morgen steht dann drin, dass du hier zu Gast beim Fair Talk an Land warst. Und ganz. Die Zuschauer sind hoffentlich nächste Woche wieder zu Gast bei Fair Talk an Land, dann wahrscheinlich mit einer Ausgabe Fair Talk an Land auf Platt. Mit Hans Meinen. Und wir hören und sehen uns dann, wenn Sie mögen, in 14 Tagen wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.